So. Da bin ich wieder. Boah. Sei froh, dass du die Runde gerade nicht mitmachen musstest. Das, ja. Nicht nur, dass einer von meinem Team disconnected ist, sondern auch noch die Gegner komplett gelitten haben. Das klingt doch recht ordentlich. So. Wollt eigentlich mal gucken, wie das aussieht mit diesen Spins. Hast du das schon mal dir angeguckt? So, wo das geht. Ja, sag, wenn oder soll ich dir nachjoinen oder? Sobald du bereit bist, sag Bescheid. Aber kannst natürlich einfach nachjoinen, das So, dann wir machen das. Achso, nee, wir müssen dann wieder in diese Runde da rein. Inkade, Lobby, Platz. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist vielleicht bei Inkade? Ich guck mal. Ich hab gerade gesehen, irgendwie anscheinend gibt's jetzt DLC zu Lego Star Wars. Aber anscheinend nur Charakter-Packs. Ah, cool. Fehler der Datenübertragung direkt nochmal. Geil. Ach ja, da zahle ich doch das Geld gerne, Nintendo. Sind Spins, sind das die? Ja, kennst du doch. Was ist das denn? Ach, doch nicht da raus. Oh, Character Packs von Lego Star Wars. Was ist das hier? Clone Wars. Ja, jetzt. Aber nur Figuren? Das ist zwar cool, aber ich habe doch keinen Bock mehr, das Spiel nur zu spielen, weil ich andere Figuren da spielen kann. Da kommt jetzt die Edition, der ist Galactic Edition. Galactic Edition comes out November 1st on digital storefronts with 13 DLC Character Packs, including 6 all new Character Packs. Moment. Hä? Aber warum soll ich bitte nur Figuren kaufen? Bin ich denn krank? Ja, aber das ist das Unwichtigste. Ja, und alle freuen sich natürlich. Ja, hä? Was? Und alle so, ja, bitte mach Clone Wars. Der kommt doch Clone Wars. Ach, ich habe keine Ahnung, wo diese Spinde sind. Naja, egal. Ich mache jetzt einfach so eine Lobby auf, dann kannst du reinjoinen. Machen wir es so? Jo. Oh ja. Wir hoffen, dass es diesmal kein Disconnect gibt. Hier steht jetzt neue Arenen. Und denn die Arenen gewechselt? Ja. Der Theorie nach. Keine Ahnung. Und sonst noch was Neues? Hier nichts auf dem Star Wars Kanal? Was Neues von Marvel? Leute, die Marvel-Ankündigung. Studios haben das. Nö, auch nicht. Komisch. Die haben jetzt nur für Lego Star Wars Figuren angekündigt, die keinen Einfluss im Spiel haben. Das ist schon wieder für Leute. Die haben doch gar nicht die Maps gewechselt, warum stehen bei mir die Maps umgewechselt? Vielleicht nachträglich. Oder? Weil bei dir ja auch Internet abgekackt angeblich sei. Ach ja, stimmt. Ich würde doch gerne zu uns kommen und zeigen, wie es geht. Was? Meinst du, Kitty? Aber ich bin.
So. Wo geht mein Laser hin? What the fuck? Ich kann nicht gut gucken, jetzt hier links die alles am Einfärben. Shit, ich wollte den Heil dagegen machen, ging aber nicht. Immer früher aktiviert. Okay, die hab. Ne. Ach, egal. So. Ja, ich guck mal, aber. Ob so, warte mal, wie haben wir jetzt Uhr? Ich hab so um halb zwölf, halb eins, meine ich. Würde ich aber auch, glaube ich, mal Ende kommen. Ich werd so müde gerade. Ja. Du bist noch wach? Jo, ich kann, glaube ich, nicht genug von dem Game kriegen, auch wenn es mich gerade ein bisschen ankostet, dass ich auch mal Glück haben könnte. Also mir macht schon Spaß, aber irgendwie ist das so auf Dauer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ermüdend für die Augen. Das war ich meist ja schon so. Nein, jetzt will mein Bildschirm ausgehen. Ja, es ist der Bildschirm. Yeah. Fehlt noch irgendjemand die Gegner? Oder? Ich sehe gerade nur die Hälfte, weil der Bildschirm ausgehen will. Jetzt bin ich tot, jetzt krieg ich ihn an. Nein, hey! Hallo, so. Oh. Keine Chance, keine Hilfe, dann kannst du es auch vergessen. Jo. Ja. Naja. Dementsprechend zieht man dann halt auch eine Niederlage nach der anderen rein. Ach ja. Ja gut, man muss ja auch zugeben, ich sehe gerne, wenn meine Gegner vor mir rumtanzen. Ja, immer. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Immer. Wird hier gerade angezeigt, weil ich den Film Prinzessin Mononoke gekauft habe, kann ich auch Shiros Reise Zauberland kaufen. Ja, schön, dass das auch, dass ich das bestellt habe mit derselben Bestellung, aber hey. Ich wollte ja wegen dem Star Wars Ding. Und Kotaku, machen die gute News? Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach mal drauf, aber ich kenne nicht den Namen. Yes, release back, keine Ahnung. Ja. Können into Disney Galaxy Edition, which include all personal release character packs. This new version will be priced $8. Ja, no character packs. All combined, these new packs will add mods and 30 neue spielbare Charaktere in dem Spiel. Ja, klar, gebe ich so viel Geld jetzt nochmal aus, nur um. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn! Nee, seit gestern ist, also für die. Ja, ist Disney Plus Day und da kündigen die halt so ein paar Sachen für Disney Plus an und gleichzeitig ist nicht sogar dies 20. Nee, die war schon. Und die wollten halt gleichzeitig auch so Fenster machen für Videospiele. Deswegen gab es auch schon Gerüchte über die neuesten Star Wars Spiele, ob da was gezeigt wird, und über das Indiana Jones Spiel. Aber anscheinend gibt es noch nichts. Ja, und da wurde halt auch gesagt, die zeigen was zu Lego Star Wars. Ach nee, alles sind stehen geblieben. Richtig, Moment. Die ganze Zeit hier irgendwelche Sachen am PC. Ach, doch, jetzt kurz nach Kampfbeginn verlassen für diese Spiele wird der Kampf als Niederlage gewertet. Und mir steht immer noch nichts. Cool. Ach, ja, ich hatte Streamabbruch gerade. Ja, wow. Ja, jetzt steht da auch. Falls ein Fehler bestehen bleibt, möglicherweise seine Verbindung stabil genug. Lol. Ja, als ob ich gerade kein Internet oder was. Ist ja cool, dass wir trotzdem miteinander reden können.
Ja, der Stream ist gerade komplett bei mir abgebrochen auch. Also ist das Internet einmal entweder neu gestartet oder so. Das hat jetzt für eine Minute, ist das Internet wieder neu gestartet. Keine Ahnung. Also bei mir ist OBS neu gestartet und bei mir ist das Spiel auch neu. Also das Internet, hier, Internetsache. Aber ja, komisch, dass wir doch reden können. Also du hörst mich noch, oder? Jo. Ich mach mal eine neue Lobby, dann scheint das wohl an meinem Router gelegen zu haben. Ach so. Ja, ich Schlaukopf hab dummerweise nur auf Waffen wechseln und weiterkämpfen gedrückt, weil ich ja jetzt nicht mehr rausgehen kann. Ach so. Ja, warte, dann gehe ich doch zu dir zurück rein. Oder, ja, oder ich lasse den Raum jetzt einfach offen und dann kannst du mir nachschauen. Dann kann ich hier noch kurz was gucken. Machen wir das so einfach. Jo. Ich frage mich immer noch, wo die Spinde sind. Aber die müssen ja dann hier irgendwo. Da sind die draußen. Ach, die werden oben. Da sind die gar nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Und wie gesagt, das, also für die Leute, die gerade wieder da rein sind, der Stream ist irgendwie abgekackt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war mit dem Internet oder so. Ich habe es auch nicht bemerkt. Ja. Und dann ist auch im Prinzip. Ach nee, hier steht ja noch. Okay. Sonst gibt's keine News? Das ist ja irgendwie sehr. Da aussieht. Oh, ich kann mal auf YouTube gucken. Ich habe da jemand was gepostet. Also wie gesagt, die Lobby ist auf, ne? Oder der Kampf, den läuft bestimmt noch bei dir, ne? Jo. Hey, steht hier wieder Arena und Kampf ab. Ja, okay, es ist jetzt 12 Uhr. Alles klar. Dann sage ich nicht mehr. Marvel Strike Force, Red Hulk Trailer. Ich weiß gar nicht, was ist. Marvel World of Heroes. Marvel's Midnight Sun. Marvel's Midnight Suns. Disney Illusion Island. Emil, piss dich doch. Gibt's doch gar nicht. Marvel Snap Release Day Trailer. Ist eine Marvel Game Expo Showcase. Ah, es gibt jetzt einen Ezra Bridger Actor Cast in Ahsoka anscheinend. Dienst? Marvel Syndicate New Media Project Teaser. Ach, das ist ein Videospiel oder was? Marvel Entertainment. Wieder nur ein Project. Immer ein Project, aber nichts anderes. Naja, mal gucken, ob ich wieder interessiert. Naja. Ja, kannst ja. Ich guck jetzt nochmal auf den Platz. Ja, und jetzt ja, Zuschauer raus. Ach Mann. Ah, Twitter ist heute auch irgendwie echt komisch. Aber okay, ist auch 12 mit 12. Spät mit 12, das wollte ich sagen. Bin irgendwie hier auf der Oberwelt immer so ein bisschen am Laggen. Dass er irgendwie dort immer so stehen bleibt, so komisch. Nach Ewigkeit mal wieder gewonnen. Ja, schön. Ja, dann gehe ich mal rein und dann mach ich glaube ich auch. Ach, hier sind ja noch die Karten, die gibt's ja. Gibt's ja auch noch. So,
Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, richtig. Oh, ich hole mir noch so eine Kugel, bevor ich die aufmache. Stimmt, die kostet ja 30.000 dann. Oh ja, jetzt habe ich 30.000 ausgegeben. Ja, ein Snack-Coupon. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Freunden. So. Ja. Ah. Reifenaalstraße und Perlmutt-Akademie. Perlmutt-Akademie? Oh, ist doch ganz nett. Die Straße bin ich gespannt, aber das ist bestimmt wieder so ein Ding, was wir schon gespielt haben, irgendwo. Entweder schon hier heute oder im Madfest. Im Madfest. Madfest. Gut, Mad. Oh, der Hintergrund ist ja schön. Das ist die Perlmutt? Boah, Alter, haben die schön abge... Oh. Ja, upgraded. Ja, aber richtig. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, wie die sich zockt. Richtig mettig. Mettig. Ein Riesen-Upgrade. Ja, toll. Gerade wenn ich runtergehe. Oder so ein Snackautomat. Okay, hab einen. Da ist ein hydrodynamischen Haartrockner. Kann ich überleben ohne dieses Teil? Na, das. Hab einen, der war auch tot, wie immer. Ja, spawnen wir mal. Spawnen wir mal, kein Problem. Achso, du bist da oben. Okay, ich hab nichts. Wie sieht das hier mit mir auf? Ist eigentlich, ist es ja wirklich dieselbe Map. Sind nur ein bisschen schicker. Ich kann mich nicht. Also, ich kann schon. Die haben den Fressen. Nee, der ist noch da. Oh Gott sei Dank. In so einer Gasse, da lädt immer so ein Fressen und der ist noch. Ach komm. Nein. Betrüge hier entlang. Heute darfst du betrügen. Ah, nur einer. Ich glaube, jetzt bin ich aber auch so weit, dass ich heute keinen Film mehr gucke. Schön. Ich mache einfach gar nicht. Ich gehe ganz langsam. Ich muss immer schnell. Man auch noch die. Ja, man kann auch noch zu der gegnerischen Base. Sehr schön. Ah, du bist ja nicht. Nein, nicht bei mir. Warum bist du dumm? Doch nicht alle auf einmal hier. Das Beste ist, ja, die färben das nie komplett zu. Bedeutet, dass die kleinen Krümel in den Ecken. Jetzt meine. Hey, Mr. Bass, das sind schon wieder ganz verschützt. Mr. Bass. Sind es Mr. Bass? Sind es Mr. Bass? Sind es Mr. Matt? Noch eine dreckige Inzucht. Ätzende Leute. Ja, deswegen auch verloren. Ah.
Oh. Mein Pullover jetzt komplett entwickelt. Ich habe ja neue Waffen, stimmt. Ich nehme mal die Ansäppchdödel. Ja, toll. Nein. Nein, jetzt kriege ich noch Kopfschmerzen, bitte nicht. Ah! Ah, ah! Moa. So ein Energy-Spender. Das ist ja eine Dose. Moa. Ist da eine Limo drin? Oh, eine Limo. Er ist groß. Gut, Freund. Meep. Mama, meep, meep, Mama, meep, meep. Da gibt's so komische Störgeräusche von dir. Mach da immer diese. Schmor. Mach da immer diese Fische bei Kevin, da die meep, meep. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber deine Worte kommen nur so halb an. Achso, bestimmt, weil ich so leise bin. Nein, sondern so Störgeräusche höre ich die ganze Zeit dabei. Ja, vielleicht ist mein Internet heute doch nicht so schön. Auch wiederum am PC. Okay. Ja, wieder ein Double KO. Hä? Hä? Wieso stand denn da jetzt spritzig? Hat jemand seinen Energy? Genau, und genau in dem Moment steht da einer hinter mir. Ist klar. Ich hätte auch gerne mal Luck in einem Game. Androide. Richtiger Borg. Ob das nicht besser wüsste. Typ mal. Nein, da kommt noch pro Seite, Mann. Was ist denn mit ihm? Jawohl, wenigstens ist unsere komplette Base eingefärbt. So lobe ich mir das. Ja, die sind in dem Moment, wo wir nach unten gelaufen sind, sind die hochgesprungen. Ich dachte, dass die Mates das irgendwie regeln, aber anscheinend ja nicht. Und die sich bestimmt abgucken, als ich das gemacht habe. Obwohl, ich habe das ja in der letzten. Ich weiß nicht, mit dem Krebs weiß ich nichts anzufangen. Den Heilgekillt. Gegner sterben einfach nicht. Ja, nach 10 Schüssen, jetzt ist er doch gestorben, lol. LOL! Hallo! Was ich hier mache? Nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Da, bei uns wäre eine Base. Ja, schön. Meine, jetzt wenn ihr den mal killt, okay. Ach komm! Doppelbohnen. Ja gut, das war's dann. Ja. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Ach ja. Ach ja, was willst du machen? Du machst ja nix. Boah. Nein, jetzt haben wir nur noch 2 Zuschauer. 3, hallo. Hey, mein Gas ist leer. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hallo, ist das nicht mein Batman-Glas?
Ach komm, nehme ich hier mal nochmal den kompletten. Ja, aber mit der Waffe. Ach. Ich finde die N-Zip ja cool, aber nicht mit diesem Getränkehalter. Getränkehalter. Das ist ein hydrodynamischer Klobausatz. War das mit Matt betrieben? Ich bin mal gespannt, wie die Tage das hier zum Beispiel auch mit den, Salmoniden One aussieht. Also was da für Maps noch dazukommen, wie die Waffen sich mischen. Und ob ich auch endlich mal Punkte bekomme. Ach, guck mal, eine andere Map. Ja, also wenn ich nächstes Mal zock. Moment. Ach, die Map wieder. Ach, die? Ja. Ja, ja. Oh, ich habe gerade gedacht, das ist die Map, die ich mir die ganze Zeit wünsche aus Splatoon 1 zurück. Das war auch so eine Häuser-Map. Die Schollensiedlung? Kann sein. War irgendwie sowas. Und die fand ich immer so cool, aber die hatte ich irgendwie in Splatoon 1 so gut wie nie. Also die fand ich cool, weil das so eine Wohngegend war. Okay, die ist ja auch. Ich weiß nicht, wann einfach den Gedanken. Ach, komm! Als ob der Sniper so schnell reacten kann. Ja, okay, es war werte Zeit, aber der hat sich nicht zu mir gedreht. Hab einen. Hab noch einen. Hab noch einen. Ja doch, ich glaube, ich guck mal. Ich glaube, irgendwas richtig Schwammiges. Hab einen. Irgendwas Schwammiges. Oh. Nein. Snipen. Snapper. Hab noch einen. Bin selber weg. War hab zwei. Ja, also den Leutchen von uns, die kümmert überhaupt nicht die Base. Ich glaub, gut. Egal. Snapper so ätzend. Bastard, ey. Guck ich gleich das Schloss im Himmel oder so. Oder Nausicaa? Nee, Nausicaa da brauche ich. Das ist Mist. Obwohl Schloss im Himmel ist jetzt auch ein bisschen anstrengend. Aber das. Ja. Wenn es kein Film ist, wo ich wieder beinen muss. Dabei. Echt traurig manchmal. Und jeder hat die. Was? Achso, ja, die, ja. Hab ich erst verstanden. Ich hab Ghibli gesagt, nicht Chillen. Versteht immer das, was man verstehen will, ne? Was hast du da reingetan? Oh, hey, wenigstens mal wieder ein Wind. Wie schön kann die Welt sein? Das ist nur ein ordinäres Mettbrötchen mit Zwiebeln. Ich nenne diese Kreation Zwiebelmettbrötchen. Eine 5. Spieler warten? Hä, wer kommt denn jetzt noch rein? Ja. Wenn Ryu. Kitty ist nachgejumpt. Aha. Kitty da? Der Kitty immer noch was im Chat schreibt, aber nicht drauf antworten. Sehr schön.
Sieh du, wie er leidet! Die dunkle Tat ist vollbracht, Sir. Wir wollen Eis? Eis ist ein Geruch. So dumm einfach. Müssen Sie mir schon aus den kalten Klauen entreißen? Buchstaben mit fetten Klauen. Die fetten Klauen können auch noch was ganz anderes. Hey, was? Wie ob denn noch mit deinem Schutzschild? Ach komm. Vermett dich doch woanders hin. Luca. Kann mal einer den Sniper killen? Wäre schon echt toll. Lass mich raten. Kein Salat. Ich bin hier nur Nahrungsmittel zu haben. Ich bin hier nur Nahrungsmittel zu haben. Es will wohl keiner von euch den Sniper kennen, wie ich sehe. Mit meiner Base fährt da ein bisschen, weil die natürlich nur eine gerade Linie färben, aber nicht mal sagen, oh, guck mal, da ist ja eine Ecke. Die nehme ich mit. Nö. Das ist schön, wenn da eine grüne Pylone ist bei uns in dem Ding, wo ich dann denke, ach ja, da ist ja noch ein Fleck. Aber nö. Aber nein. Ist nicht wahr. Hey, da ist ja ein Sniper. Kann mal irgendjemand den killen? Ja, ja. Hm. Nee, ich komme da nicht hoch. Hey! Moment, eine andere. Wo ist der denn? Hab ihn gekillt. Ja. Und der Typen, der danach gesäumt ist, auch. Ach, komm! Von seiner Mutter erzählen, ehrlich. Wir haben einen dritten gekillt. So ein dreckiger Bastard auch noch. Ja, diese Leute, die Airbrush zocken und einfach denken, die können die ganze Zeit durchspazieren, ey. Oh, als ob der Gegner nichts machen würde. Redest doch nicht über mich, oder? Nein. Ich zeig mich den jetzt schon wieder so an. Wir können ja einfach zu Hagrid gehen und sagen, hey Hagrid, hast du etwas Großes, Verrücktes und Haariges hier in Hogwarts herumlaufen sehen? Verrückt und haarig? Redet er etwa über mich? Nein! Oh, das hat echt weh getan. Einfach will ich sterben, okay. In der englischen Version macht Hagrid auch die ganze Zeit so komische Laute, sowas wie Hey! Oder ich kann es gar nicht nachmachen, so Hey! Oh, cool. Ein paar Sekunden vorher ist meine Verbindung wieder nicht stabil. Ja, noch ist sie da. Vielleicht bleibst du dabei, ja. Okay. Ja, sie ja. Oh, wer hat mir denn Nachricht? Ich hab gar nichts gekriegt. Hä? Ach, jetzt kommt wieder eine Patrick. Nachricht, dass ich streame. Ja, schön. Patrick, du bist fett. Ach ja. Hey, wir haben ja gewonnen. Schön. Tschüss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Mikro vielleicht hier das Falsche ist. Ja, ist das richtig? Hey, Stufe 8. Cool. Hast du denn mich mit meinem richtigen Mikrofon? Was? Also drei Kämpfe mache ich auf jeden Fall noch. Ja, schon gut. Ich guck nur kurz was nach. Nicht, hä? Was ist das? Da kackt dieses kacke Maus raus. Geräte? Hä? Moment, der hat sich mit meinem Bildschirm verbunden. Woher weiß der, wo ich wohne? Das ist aber fett, fies. Discord weiß, wo ich wohne. Ein Betrüger. Was? Ja, der stand, wo ich wohne. Da stand meine Stadt. Der Stadt. Da stand so, ja, ihr PC ist hiermit verknüpft und der steht genau da.
Nun stand dort die Stadt und das Bundesland. Woher weißt du das? Woher hä? Ist doch lustig, wenn Google manchmal so redet, wo ich wohne. Wo, aus welchen Daten erraten die das? Das würde ich gerne mal wissen. Richtig so aus ihren Suchsachen oder so. Weil dann wohne ich ein paar Städte weiter nach denen, aber hey. Die tun nur so, die wissen, wo ich wohne. Und alles Betrüger. Hey, hey, hey. Hey. Get out of my house. Hey. Barney, wie kommst du eigentlich immer wieder rein? Ich bin ein Alkoholiker, ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwie irgendwas mache. Ich habe vorhin überlegt, hä, wer hat dieses Zitat im letzten Mal gesagt, aber jetzt hat sich die Frage erübrigt. Double Killer. Nein, sie haben einen Trick rausgefunden. Dafür werdet ihr sterben. Die anderen drei sind alle bei sich in der Base. Echt? Nee. Oder zwei zumindest. Also, drei waren in der Base. Oder vierte war, weiß ich nicht. Wo die anderen drei waren, weiß ich nicht. Hab ein. Hab noch ein. So viele Granaten gerade. Dann blüht der geheime Flamme. Bieter der Flamme von Arnus. Des Arnuses. Dunkle Metz wird dir nichts nützen. Flamme von Udu. Flamme von Udun. Kann denn mal einer die Gegner killen? Okay, dann mach ich das. Ich habe zwei gekillt und der dritte hat mich da gekillt. Also mehr kann ich nicht tun. Die Mates sind hier absolut unfähig. Aber ich muss sagen, es geht. Also ich muss auch sagen, Kitty ist echt gut geworden. Also Kitty ballert richtig drauf. Bei den anderen. Ist der andere auch von uns? Ich weiß es gar nicht. Ist das eine von... Nee. Ist der auch nachgejoint? Aber ich bin auch gerade richtig... schlecht. Außer ich mach die Ulti. Dann geht's. Ah! Ah, ah. Ich bin so unkonzentriert. Kommt gar nichts mit irgendwie auch. Hinter mir und vor mir. Ich mache immer irgendeine Seite und denke dann, alle Gegner sind da und dann sieht man so, ach nee. Hey, wir haben gewonnen. Ah, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Das ist ganz so cool. Oh. Gottes Willen, nur ich. Ah. Ah. Nein, sieht doch ganz gut aus. Ah. Ah, ah. 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 Weiß genau, über was ihr über mich redet. Was ihr über mich redet. Ah. Könnt ihr deinen Allmann-Scheiß an den Hut klemmen? Ah. Nein! So, das ist der Bruder vom Mittelfinger, den zeige ich dir beim nächsten. Brian, ich habe eine Wasserrutsche im Haus gebaut. Ja! Das ist das nächste Mal, dass ich dann sage, was, was? Ich habe eine Wasserrutsche im Haus gebaut. Ja! Aber das ist ja. Jetzt wird dieses, oh ja! Oh ja! Zieh dich aus und mach dich nackig und zieh dich aus. Oh ja! Uff! Ja, manchmal wisse ich gerne in den Nassen. Gut, dass wir nachts 12 hier haben. Ich glaube, sonst würde ich gesperrt werden. Hey, oh. Ey, ich. Hey, so geht man mit dieser Waffe nicht um. Was ist der für ein. Nein. Templer. Templer? Heuchler. Templer. Templer?
kennt man. Ja, genau. Ah. Spickschwade. Der Stempeltyp ist langsamer. Ich glaube, die wissen alle nicht, dass man den werfen kann, den Stempel. Nö. Ich werf den auch sehr. Obwohl, manchmal nehme ich auch nur den Stempel, um ihn nur zu werfen, weil der echt gut Damage macht. Und der trifft auch oft. Also, das finde ich auch super. Also, der hat wie so ein Auto-Aim, so einen kleinen. Einen guten, aber einen kleinen. Also, zum Teil mag ich die neuen Ultis nicht. Den High Hammer zum Beispiel. Der ist ätzend. Der High? Ja. Ich finde den echt geil. Hab den dreimal getroffen, den Gegner. Er aktiviert das. Ich treffe den noch dreimal, während er in der Sekunde auf dem High. Ja, da ist doch oft Pech. Da ist schießt noch gar nicht los und ich bin einfach tot. Das ist bei mir auch unterschiedlich. Manchmal kann ich die killen und manchmal nicht. Als ob! Der hat mich nicht! Nö. Nö, da sage ich nichts. Das lasse ich umkommen. Nicht so. Ich kann sagen, ich hab voll Bock, einen Anime zu gucken. Gut. Weißt du? Oh ja. Ui. Da bitte hoch, dummer Charakter. Freigekillt. Freigekillt und selber gekillt. Weil der wieder. Hä, wie schnell ist der denn gespawnt? Den habe ich halt von nicht mal vor 5 Sekunden gekillt. Und da muss der ja auch noch dahin kommen. Ja, gut. Ja, klar. Wenn ich 3 kille, ist natürlich wieder alles eingefärbt von denen. Komm. Kannst du doch selber verarschen. Hä, wo ist der? Hä, was ist denn hier? Irgendwas läuft hier absolut. Hier läuft irgendwas richtig falsch, ich sag's dir. Ja, ich bin ein bisschen durchgebrochen. Ja, war ich leider nicht, weil der Stempler ein verpissener Betrüger ist. So, der hat noch nicht mal gut gespielt. Ach, das sind 2 auch noch gewesen. Okay, dann sag ich nix. Nee, die haben echt nicht gut gespielt. Ja, ist trotzdem lächerlich. Nee. Macht Stempel an und ignoriert, dass ich ihn schon 3-mal getroffen habe. Juckt ihn nicht. Würde ich auch gerne mal machen. So, also nach der Runde habe ich keine Marken mehr. Jo. Warte mal, wo haben wir denn dann? 30, 43. Ja, ich glaube, das wird auch die letzte. Jo. Würde ich gleich noch mal kurz noch mal rumgucken, was man machen kann. Oder mache ich noch die Stufe 7? Ich guck nach der Runde. Nee, ich glaube, ich mache die Runde aus. Dann gucke ich noch mal einmal rum. Was man hier so machen kann. Ich suche ja immer noch die Spinde. Ich glaube, ich suche die danach. Du weißt auch nicht, wo die sind, ne? Nö. In meinem Chat, der das weiß, aber sind, glaube ich, gar nicht mehr viel. Ich weiß auch gar nicht, ob Kitty uns zuhört. Dann meint sie ja nö. Unter dir? Na gut. Ja, bin 6-mal muss ich den abballern, aber hey. Weg, du Tortilla. Ja. Jede Menge Energies. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen. Ach komm. Ein Kack-Schutzschild. Nee, sehr schön. Ich glaube, die Runde läuft eigentlich ganz flockig. Ich
Ich bin mal gespannt. Also, wenn ich nächstes Mal stream, halt direkt hier erstmal den Story Mode weiterzocken, da bin ich auch gespannt, wie lange der geht, weil das scheint ja echt lang zu sein. Aber der ist auch cool. Also, ich weiß nicht, wie findest du den bis jetzt? Ja, der hat ein bisschen was, aber finde ich auch bislang zu leicht. Aber gut, das ist erste Welt jetzt gewesen, ne? Ja, okay, dann die ist echt easy. Die zweite muss ich sagen, also die ist jetzt nicht schwer, aber die geht schon so in Richtung des von Splatoon 2 so. Also nicht eine Schwierigkeit, sondern halt auch von dieser, dass du da auch neue Sachen lernst und sowas. Da lernst du auch zum Beispiel auch sehr viel mit diesen Ausfall. Und ab da, also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ab da fühlt es sich wirklich an wie Octo Expansion. So von der Struktur her. Ja, ich weiß nicht, ob du die eine Mission hattest, Und alle. Wirklich alle. Tanz des Todes oder so? Das war... Ob man so Schockwellen ausweichen muss? Ja, ja. Ja, okay. Ja, die hat mich daran erinnert. Ach, super. Ja gut, die Runde sollte an sich eigentlich gewonnen sein. Ich hab schon über 1000. So viele Kills wieder gibt es. Schön. Jetzt die ganze Base wieder gefärbt. Okay, ein Stückchen. Ja. Ja. Läuft doch. Soll auch mal laufen, ja. Und jetzt müssten auch alle meine... Ja, na, okay, die Schuhe haben sich nicht voll aufgefüllt, aber der Rest. Kopfhörer und der ist top. Und ich bin Stufe 8. Aus. Raus. So, ich suche jetzt die Spinne. Ach, guck mal, und ich habe von der Katze kriege ich wieder eine Nachricht, auch wenn ihr mir irgendwie nichts sagt, was mir hilft. Ja, jetzt, wenn du Ausrüstung häufig einsetzt, erhält sich ihr Level. Und dann erhält sie Ausrüstungsteil Zusatzeffekte. Die sind zwar nicht so stark wie der Originaleffekt, aber die Kombination macht's. Welche Effekte ein Teil bekommt, siehst du erst, wenn sich dein Level erhöht hat. Unterschiedliche Ausrüstungsteile zu teilen und viele Effekte zusammen lohnt sich also. Ja. Stimmt, ich könnte ja auch mal, ich könnte die auch rausschmeißen, die Sachen. Ich glaube, das kann man auch wieder, ne? Dass man die Effekte von denen runterwirft? Hier in dem Splatoon 3 Teil ist das sogar so, dass du die Haupteffekte auch rausschmeißen kannst. Ja? Hab ist ja cool. Geguckt. Du hast irgendwo vorbeilaufen sehen, dir gedacht, liebe Scholle, was für eine Kluft. Klar hast du das. Darum sage ich dir, wenn du mal wieder jemanden mit Druck A genau anschaust und der Ausrüstungsteil gefällt, melde dich und bestell dich für dich. Wenn ich verspreche, dass mein Teil genau dieselbe Effekte haben wird, aber ich werde mein Bestes versuchen. Hier meine Nummer. Stellung abholen. Die abholen. Was soll abholen? Bleib mal geschmeidig, du bist doch gar nichts bestellt. Warte mal, Sternwart? Tag, sorry, ich habe gerade ziemlich zu tun. Okay. Felder leeren, Effekte hinzufügen, Felder zufällig mit Effekten befüllen, Tentaworld liegt. Okay, Tentaworld geht auch wieder. Im Zusatzfelder eine Ausrüstungsteil zu deinem entfernt und gutes Stück. Okay, haben wir doch mal. Alten Effekt fallen übrigens Effektfragmente raus, für die ich keinen Bedarf habe, die bekommst du als Geschenk. Okay, ich glaube, das ist eine belebte Sache. Es gibt haufenweise Leute, die erzeugen. Weil das habe ich früher in Splatoon 2 gar nicht gemacht. Und deswegen habe ich immer dieselben Sachen benutzt und dann halt nie weitergelevelt so. Wie meinst du, die Kleidung meinst du jetzt? Ja, also ich hatte immer nur die Kleidung genommen, wo ich mir so dachte, ja, okay, die ist ganz in Ordnung so, aber ich habe halt nie, mal so die angepasst oder mal so andere Sachen genommen. Also, dass ich mal mehrere gelevelt habe oder dann mal die Zusatz... Also die Effekte mal gelehrt habe, um mal was Besseres zu machen oder so. Oh, ich habe kein Geld mehr. Oh. Oh. Geht doch noch. Geht doch noch. Nur 10.000 Dollar. 20.000 kostet das sogar. Ja. Boah, Alter, was ist los mit ihm? So, jetzt suche ich die. Ich gucke jetzt nach, wo die Schließfächer sind. Sonst werde ich hier noch wahnsinnig. So. Platoon 3. Schließfächer. Da, Schließfach. Die 10 besten Hotels in der Nähe von Platoon. Schön. Will aber Splatoon.
passen Sie Ihre Schließfach an. Wo ist das denn? Schließfach anzupassen und zu bearbeiten müssen Sie zuerst in der Mehrspielerlobby finden. Wenden Sie sich von der Kapsel, die Multiplayer-Spiele startet, nach rechts. Und integrieren Sie mit den geschlossenen Türen. Dadurch öffnet sich der Umkleideraum, zeigt dir ein Was? Wo ist denn hier eine geschlossene Tür? Ist das hier... Ist, ich habe mich hier schon gefragt. Tatsache, da kann man rein. Oh, komm in der Spindhalle. Hier hast du einen persönlichen Spind mit Aufkleber, Deko und weiterer ausstaffieren. Außerdem kannst du Spinde anderer Spieler ansehen und dich inspirieren lassen. Und wenn dein Spind extra cool ist, dann markieren als spritzig. Aha, und hier ist dein Spind. Amodi, die Verkäuferin im Hotel Lanis, hat anscheinend schon etwas hineingetan. Schau doch mal, was da drin ist. Weichei, weichei, weichei. Jetzt kannst auch du dicke Muckis kriegen. Jetzt bin ich ein Tollarsch und alle liegen mir zu Füßen. Also gleich bestellen, du Weichei. Das war's. Ich hab so gehofft, dass du den letzten Satz noch sagst, weil ich hab den total verpeilt. Wenn dein Spind bearbeitet wird, dessen Inhalt einen Server betreibt, möglicherweise seinen Freunden an anderen Spielern sichtbar gemacht, Spiele mit unangenehmem Inhalt. Was will man denn da für unangenehmes Inhalt? Oh, das ist meine Waffe. Arbeiten wir das doch mal. Ich will nur mal gucken. Packst du weg? Das hässliche Shirt auch, das auch. Und ja, die Waffe kannst du eigentlich nehmen. Hab ich denn... Da. Erstmal meine ganzen Energy-Dosen an. Hier auch ein bisschen drehen. Ah. Wollte ich die jetzt drehen? Wollte ich eigentlich... Ah. Ah, ah. Was denn, wenn ich das hier mache? Okay, die fallen dann runter. Alles. Kann ich die auch duplizieren? Nö. Bye bye. Bist du ein Schwächling, so weich wie ein Schwamm? Jetzt kannst auch du dicke Muckis kriegen. Mit den Ankerarmen. Zieh ihn einfach an wie ein Handschuh. Und blase ihn auf. Normal. Und da weiß ich nicht, was er dann gesagt hat. Und für die Mettwürste unter euch behaart. So bescheuert. Krieg immer Plus aus, wir sind anstatt Y. Ja, wo sind denn. Hä? Ach, da sind meine Dosen. Solche Dosen, wo Bilder von Essen drauf sind. Oh, das passt ja gar nicht. Ja, das sieht wie immer im Kühlschrank aus. Also das muss man ja schon sagen. Ich halte euch. Was hast du denn damit jetzt? Ich weiß es nicht. Wirklich wie in meinem Kühlschrank aus. Du bist nicht möglich. Oh. Chips. Noch eine Packung Chips für die Achselhöhle. Oh nein. Oh nein, Alter. Hä? Die sieht so vollgestopft aus. Ah. Oder kriegst du noch. Ja, den Plüschi. Warte, kann ich hier irgendwie. Kann ich das hier anbinden oder so? Nee, das ist ein Heft. Hallo. Hallo, Rüdiger. Ja. Wieso finde ich das gerade so lustig? Ach, ich darf nur 15 Gegenstände da reinschmeißen. Ja, wow. Wow. Ach. Das ist eine Halterung. Ja. Wunder, dass die Waffe da so scheiße. Ja. Doch ganz nett aus. Schön. Kann man eigentlich hinstellen? Schön. Ja. Find's gut. So sieht mein Spind aus. Schön dreckig. Mir auch Spinde von anderen, aber wem gehört das denn? Ja, wo ist denn hier der Spind von... Hast du da... Ne, du hast ja noch gar keinen Spind gemacht, ne?
Nö. Können Sticker draufkleben. Sticker draufkleben? Jetzt können wir da nix. Außer sterben, ey. Loser. Loser. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Bei dem verloren. Ich kann die Schriftrollen draufkleben und die Waffen. Ein paar Kleidungsstücke. Teile. Was habe ich denn noch hier? Na, dann will ich doch hier die Weltkarte. Das bitte ein bisschen drehen. Ja. Schön. Voll hässlich aus. So wie ich meinen Spind haben wollte. Egal, das. Das reicht doch. So. Dann. Ich glaube, dann habe ich aber auch nichts mehr im Spiel zu tun, würde ich sagen. Geld habe ich ja auch nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich das Spiel aus. Wir können ja noch so ein bisschen hier quatschen. Und dann, ja, aber erstmal bin ich hier das Spiel. Oh.